Einst waren die Dampfloks mit ihren hohen Rädern der Inbegriff für den Schnellzugdienst in Deutschland. Für den Nahverkehr in Berlin waren es die rot-gelben S-Bahn-Züge, die in den 30ern sogar bis zum modernsten Verkehrsmittel der Welt avancierten. Zug um Zug wurden die Oldtimer in den letzten Jahren abgelöst. Und bald wird wohl auch der letzte S-Bahn-Zug auf das Abstellgleis rollen. So kennen wir sie, so lieben wir sie. Die Berliner S-Bahn mit ihren kantigen, markanten Stadtbahnen. Allesamt von 1928 bis 1930 gebaut. Über 1000 Viertelzüge waren es einmal. 1995 waren es gerade einmal 100, die wie hier auf der Wannseebahn noch Dienst taten. Weihnachten 1997 rollten die letzten aufs Abstellgleis. Im Sommer 2000 kam auch für die Reko-Variante das Aus. Sie entstand in den 70er Jahren aus der Bauart Stadt- und Wannseebahn. Das RAW Schöneweide sorgte für ein moderneres Erscheinungsbild. Das typische Stadtbahnergesicht wurde durch ein rundes ersetzt, der Innenraum umgestaltet und vieles andere modernisiert. Lange Zeit war die Baureihe 476 auch auf der Wannseebahn unterwegs. Die letzten Vorkriegs-S-Bahnen gehören heute zur Baureihe 477, die ebenfalls in den 70er Jahren modernisiert wurde. Sie entstand aus der Bauart 3940, die als letzte vor dem Krieg zur Berliner S-Bahn kam. Knapp 150 Viertelzüge waren im April 2002 noch im aktiven Dienst auf den Linien S3 und 9 auf der Stadtbahn unterwegs. DDR-Charme im Innenraum. Einfach und nüchtern, mit preiswerten Heimstoffen modernisiert. Der Lehrter Stadtbahnhof. Seine Tage sind gezählt. Mitte 2002 wird er geschlossen und für den neuen Fernbahnhof abgerissen. Die Stadtbahngleise werden auf den Neubau verschwenkt. Auch die Tage der letzten S-Bahn-Oldtimer sind gezählt. Ihre Ablösung, die Baureihe 481, ist mit einer momentanen Stückzahl von über 350 Viertelzügen bereits stark vertreten. Mit jedem neuen Zug wird ein alter ausgemustert. Bleiben wir bei den alten. Ein Vollzug, das heißt 4 Viertelzüge oder 8 Wagen, rollt auf der S5. Der Bahnhof Tiergarten, im Zuge der Speerschen Ost-West-Achse Ende der 30er Jahre neu errichtet. Im frischen Outfit seit der Stadtbahnsanierung. Halt für den Altbauzug. Gute alte Elektrotechnik im Führerstand. Zwar modernisiert, doch die Schlagworte Leistungselektronik und Drehstromantrieb sind hier mehr als fremd. Einfahrt in den Bahnhof Zoo. Vor der Wende gab es hier eine S-Bahn-Linie. Heute sind es 6, die im 3-Minuten-Takt die Station erreichen. Roger
500 Viertelzüge sind insgesamt von der neuen S-Bahn bestellt. Bis Mitte 2003 soll der letzte ausgeliefert sein. Das Aus für den letzten Altbauzug. In den 30er Jahren avancierte die Berliner S-Bahn mit ihren rot-gelben Gleichstromzügen zum modernsten Verkehrsmittel der Welt. Nur die politischen Umstände ließ die Oldtimer bis in unsere Tage überleben. Trotzdem bleibt ein Hauch von Trauer. Das Klappen der Türen, das Singen der Motoren, es wird nur noch in den Museumszügen weiterleben.